Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ein wahrer Prophet glaubt also an die Menschwerdung des Gottessohnes und er wird niemals anzweifeln, dass Jesus in der gefallenen menschlichen Natur zu uns kam. In unserem gefallenen Fleisch. Die Bibel sagt, dass jede Person oder Kirche, die erklärt, dass Jesus auf irgendeine andere Art in diese Welt kam, als im gefallenen Fleisch, wie Sie und ich es haben, diese hat den Geist des Antichristen. Mit anderen Worten, der wahre Prophet lehrt so, dass Sie und ich Jesu menschliche Natur, die er auf Erden hatte, richtig verstehen. Ellen White lehrte und glaubte die korrekte biblische Definition der menschlichen Natur Christi. Er kam in diese Welt in unserer Natur, in unserem gefallenen menschlichen Fleisch, aber trotzdem folgte er keiner Versuchung. Er war sündlos. Sie und ich können ebenso siegreich sein über jede Sünde in unserem Leben, durch die Macht seines Blutes und die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus Christus uns schenken will. Er ist unser vollkommenes Beispiel geworden. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Der ungefallene Adam kannte noch keine Schwachheiten vor dem Sündenfall. Deshalb nahm Christus sich unserer Schwachheiten an. Wir lesen weiter. Sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Erkennen Sie jetzt, dass Jesu vollkommenes Leben auf Erden ein ermutigendes Beispiel der Nachfolge für uns geworden ist? 1. Petrus 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Dieser 11. Test macht absolut deutlich, dass Gottes wahre Botschafter den möglichen Sieg über die Sünde lehren werden. Jesu vollkommenes Leben ist nicht allein für uns stellvertretend, sondern auch unser Beispiel. Hören Sie gut zu. Christus war unser Stellvertreter auf Golgatha. Sein vollkommenes Leben aber ist unser beispielhaftes Vorbild. Sehen Sie den Unterschied? Können wir also wirklich durch die Macht und Stärke Jesu aufhören zu sündigen? Ja, Freunde, in der Kraft Gottes, Judas 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag. Es gibt keine einzige Sünde in unserem Leben, über die uns Jesus nicht den Sieg geben könnte. Wenn es eine gäbe, würden wir Gott zum Lügner machen. Sie können durch den wahren Glauben an Jesus den Sieg über jede Sünde in Ihrem Leben haben, wenn Sie sich ihm übergeben. Test Nummer 12, Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, was Ihre geistlichen Führer, also Prediger oder Pfarrer, hervorbringen. Wenn es Ihnen in allem, was Sie tun, hauptsächlich um Ansehen geht oder eine schöne Zeit zu haben mit Gemeindefesten, mit Kaffeeklatsch und so weiter und Sie Ihre Zeit nun damit verbringen, Menschen aufzufordern, Ihnen Geld zu senden, sage ich Ihnen in der Autorität von Gottes Wort, diese Person ist ein falscher Prophet. Sie können diese Tests auf alle wahren Propheten der Bibel anwenden und werden herausfinden, dass Gott sie alle mit übernatürlichen Autoritätszeichen ausgestattet hat und sie dem Wort Gottes treu ergeben waren. Sie waren bis zu Johannes, dem Schreiber der Offenbarung im Jahre 100 nach Christus, alle Menschen, die Gottes Sprachrohr für seine Gemeinde darstellten. Gott hat nun unter anderem durch den Propheten Maleachi in Maleachi 3, Vers 19 bis 23 für die letzte Zeit unmittelbar vor dem schrecklichen Tag seines Gerichts einen Elia-Propheten angekündigt. Wie Sie bei unserer letzten Sendung sehen werden, beginnt die Zeit des göttlichen Endgerichts am Ende von 2300 vorhergesagten Jahren. Diese Periode endete im Jahr 1844, wo dieser Endzeitprophet auftreten sollte. Und dieser Prophet, der alle 12 Tests eines wahren Propheten erfüllt, ist zweifellos Ellen G. White, die von 1827 bis 1915 lebte. Schauen Sie auf diese wundervollen Texte der Bibel, die uns die Notwendigkeit eines Propheten zeigen. Amos 3, Vers 7. Denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. 2. Chronik 20, 20. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Sehen Sie,
diese Notwendigkeit für unsere heutige Zeit der geistlichen Verwirrung? Erkennen Sie die Folgen der Verwerfung des Heiligen Geistes? Alles, was wir tun müssen, ist, die Geister zu prüfen. Wir müssen schauen, ob das, was wir sehen, von Gott ist. Wenn wir es verwerfen, verwerfen wir den Heiligen Geist. Und es tut mir leid für solche Leute, die sagen, gib mir die Bibel und nur die Bibel. Keine Neuzeitpropheten, nur die Bibel allein. Das hört sich irgendwie recht überzeugend an. Aber es gibt ein Problem dabei, Freunde. Man kann beides nicht voneinander trennen, denn die Bibel sagt uns immer und immer wieder Propheten für die letzten Tage voraus. Wenn Sie also die Bibel als das wahre Wort Gottes anerkennen, dann müssen Sie auch die wahre Gabe der Weissagung anerkennen, denn die Bibel bezeugt sie ja. Joel 2, Vers 28 bis 29, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Oh Freunde, Gott gab die wahre Gabe der Weissagung, um seine Kinder durch alle Zeitalter sicher zu führen. Und in diesen letzten Tagen brauchen wir dies mehr als je zuvor. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Möchten Sie mit mir beten? Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass viele Menschen überrascht und unsicher sind über die Botschaft, die sie gerade gehört haben. Sie wissen nicht, wer Ellen White war, und sie haben niemals zuvor ihren Namen gehört. Herr, hilf diesen lieben Menschen, die dieses Programm heute gesehen haben, nachzulesen und dies für sich selbst zu studieren. Und lass sie nicht beherrscht werden von den Täuschungen Satans, deine wahren Propheten und deine wahre Gemeinde zu erkennen. Herr, wir danken dir und bitten dich, um die Kraft für die Wahrheit einzustehen in diesen schweren Zeiten, denn diese Kraft kommt allein von dir. Im Namen Jesu bitten wir diese Dinge. Amen. In unserer nächsten Folge sprechen wir über die letzte und wichtigste Botschaft, die jemals auf Erden verkündigt wurde: die dreifache Engelsbotschaft.